du da? Es ist eine Tat, die schockiert. Die örtliche Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Kopf, Scham und Achselhaare. Kotgewebe, vielleicht Geruch. Ein Trophäenmord. Herr Staatsanwalt, sehen Sie sich das an. Das gesamte Gelände wird sofort durchsucht. Mit allen Leichen, die zur Verfügung stehen. Ihr war ein Meister am Werk. Ob der Täter aus dem persönlichen Umfeld der Sängerin kam, lässt die Polizei weiterhin offen. Die Fahne bleibt auf Hochtouren. Vielleicht war sie auch eine ihrer ganzen Männer. Mit Seliger und den anderen vom Internat war sie ganz eng befreundet. Wir haben da so eine Art Geheimclub gegründet. Worum ging's da? Riechen. Ja, wir haben auch versucht, Gerüche einzufangen. Im Achselgewebe befinden sich Duft- und Schweißdrüsen, ebenfalls im Intimbereich. Man könnte diese Drüsen extrahieren, damit ein viel stärkeres Parfüm herstellen. Wer begeht für Sie die Morde? Verdächtige Sie alle, selbst Elena Seliger. Hörst du, Seliger? Schau dich an. Das Beste ist, wir erzählen alles. Was hast du mit ihr gemacht? Das kennt man doch. Das ist die Geschichte von diesem Kanui, der sich ein Parfum baut aus Frauen, die er ermordet hat. Ein Parfum, das macht, dass einen jeder liebt. Vor wem haben Sie am meisten Angst? Wie viele sollen noch getötet werden?